Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News. Und heute geht es um das neue Drake-Raumschiff, was am Samstag auch offiziell vorgestellt wird. Die Drake Ironclad und ein Blick in das Interieur der Polaris. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen-Themen interessiert. Und kommt gerne heute in den Stream mit rein am Nachmittag. Denn heute gibt es ein sehr spannendes, ja, Vehicle-Feature-Q&A. Also um Vehicle-Gameplay wird es da gehen. Bounty Hunter V2, VIP und normaler Personentransport und. Also jede Menge Vehicle-Fragen und Vehicle-Gameplay-Fragen, die hoffentlich diesmal auch vernünftig beantwortet werden. Link ist unten im angepinnten Kommentar zu finden. Und wir ziehen heute übrigens auch die Hornet F7C MK2 mit LTI. Ja, ihr seht's schon hier, die Drake Ironclad als Concept Sale heute angekündigt. Am Samstag wird sie dann auch verkauft werden, während des Drake-Messetages, also der Drake Defense Con. Es handelt sich um ein großes Schiff. Ich würde sagen, größentechnisch im Bereich von einer Hammerhead ungefähr anzusiedeln. Also kein Capital-Schiff wahrscheinlich, sondern eher im oberen Limit vom Large Schiffsbereich. Und das ist ein Handelsschiff, ein Trading-Schiff von Drake, was auch einige Transportmöglichkeiten für Fahrzeuge und auch für Raumschiffe haben wird. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wir sehen hier jetzt einmal einen kleinen Blick in das Schiff hinein und ihr seht schon, wir haben ganz vorne im Prinzip nur Frachtraum. Jede Menge Frachtraum für wahrscheinlich um die 2000 SCU. Das ist jedenfalls meine Schätzung. Wir haben noch keine Zahl bekommen im ISC. Wir haben am Samstag dann ganz genau sehen, wie viel es dann ist. Vermutlich kann man also zwei 32 SCU-Container in einer langen Reihe nebeneinander stellen, den ganzen Boden voll machen und mindestens zwei, eventuell sogar drei Ebenen nach oben bauen. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Designtechnisch soll das Schiff im Bereich zwischen einer Hercules C2 und einer Miskul C angesiedelt sein. Würde also passen, wenn man also irgendwie in diesem Cargo-Bereich von um die 2000 SCU am Ende auch landet. Das Schiff kann natürlich selber auch landen, es hat also Fahrwerk, VTOL-Thruster und eine Rampe zum Reinfahren von Vehikeln und man kann, wie ihr seht, das Dach oben öffnen und damit auch Raumschiffe drin landen, aber auch das Schiff von außen sozusagen über das Dach direkt B- oder auch entladen. Es gibt witzigerweise hier eine Drake-Brücke, also dieses Drake-Kommandomodul, was genauso wie bei der Caterpillar abdocken kann. Es ist, wenn ich es richtig sehe, auch genau dasselbe Modul. Also es kann über Ship-to-Ship-Docking quasi die Kontrolle des Schiffes übernehmen, ist auch zwingend Voraussetzung dafür, kann aber auch im Notfall abdocken und als Rettungskapsel dann fungieren. Insofern könnte es sein, dass das Drake-Kommandomodul auch direkt kompatibel ist mit dieser neuen Drake Ironclad und auch umgekehrt, was vielleicht sogar spannende Gameplay-Möglichkeiten in Zukunft ermöglicht. Ja, so viel mal zum Exterieur und zu den allgemeinen Stats. Über den Preis reden wir nachher nochmal. Da habe ich so ein paar Ideen, wo es sich eventuell ja aufhalten könnte. Wie gesagt, ganz genau wissen, wenn wir es dann erst am Samstag. Wenden wir uns mal dem Interieur zu und fliegen mal hier rein durch diese, ja, durch dieses Kommandomodul. Wie gesagt, genau gleich wie bei der Caterpillar. Da haben wir an der linken Seite diesen Gang, wo wir dann reinkommen zur Kommandobrücke des Schiffes selbst. Und da gibt es dann Hangarkontrolle bzw. Frachtraumkontrolle, Traktorstrahlen, Operator Seats. Wir haben Betten an Bord. Wir können also auch aus- und einloggen. Wir haben diverse Stationen, kleinere Ingenieurspanels und Co. Und ihr seht auch hier, diese Whitebox ist schon relativ weit. Übrigens, das ist der Maschinenraum. Da ist schon alles verortet. Kühler, Batterie und so weiter. Das haben sie schon, wie ich jedenfalls finde, das muss man ein bisschen interpretieren quasi, schon einiges gebaut. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass es vielleicht gar nicht mehr so lange dauert, bis dieses Schiffchen mal fertig ist. Die Frachtraum-Operator-Seats haben einen guten Blick hinein in den Frachtraum und wir haben so eine Reling, die außen herumgeht, wie ihr seht. Das heißt, man kann auch bei voller Fracht umherlaufen, links und rechts. Wir haben so eine kleine Garage für Mules oder für andere Vehikel und natürlich den Frachtraum selbst, der ordentlich stapelbar diese Kisten packen kann. Wir haben Traktorstrahlen-Kräne drin sozusagen. Ich weiß nicht genau, wie es denn funktioniert. Ich habe dazu gestern am Samstag noch ein paar weitere Infos, ob da irgendein Lastenaufzug drin ist oder irgendwas anderes, wie man diese Frachten am besten B- und entladen kann. Aber in jedem Falle wissen wir, dass diese Traktorstrahlentechnik sehr, sehr wichtig werden wird in Zukunft, wenn dann dieses neue physikalische Cargo-Gameplay im Spiel ist. Und das soll ja schon nächste Woche losgehen. Nächste Woche soll 3.23.2 in den PTU kommen, vermutlich erstmal Evocati. Und da sind dann die Hangars drin, die physische Fracht, Lastenaufzüge und vieles, vieles mehr. Aber ihr seht anhand des Interieurs, es handelt sich vor allem um ein kleines Interieur, wo man gar nicht so viel Platz eigentlich hat, so ein bisschen Crew-Part wie bei der Caterpillar. Der größte Part ist leer und besteht nur aus Schiff.
Und das hier ist noch ein weiterer kleinerer Frachtraum, der für Schmuggelware, für wertvolle Güter gedacht ist, um nicht sofort aufzufallen, vielleicht auch ein bisschen vor Scannings geschützt zu werden, dass NPCs das entsprechend nicht so leicht finden. Am besten vergleichen kann man das Schiff wahrscheinlich mit der Hercules C2. CRG will es vor allem aus einem Grund bauen, nämlich um an die Kraken ranzukommen und dort so ein bisschen erste Assets hinzukriegen und eine Größenidee und das Ganze bei Drake zu pushen. Kann also gut sein, dass wir nach der RSI-Initiative mit Drake-Schiffen beworfen werden. Übrigens, es gibt noch eine zweite Version des Schiffes, die angekündigt wurde, die vermutlich auch am Samstag vorgestellt wird, nämlich eine militärischere Version, vielleicht Richtung M2 eher dann gebaut, und die sieht so aus. Ne, bisschen besser bewaffnet, größere Türme drauf und eine andere Cargo-Rampe, damit man auch Panzer hineinfahren kann, wie ihr hier gerade sehen könnt. Das ist sehr spannend, dürfte also als Truppentransporter, als Vehikeltransporter vor allem dienen. Hier mal ein Querschnitt, 4 Panzer passen dann quasi rein in diesen Rechteck-Modus plus dahinter noch eine Reparaturstation für defekte Panzer. Also auch da dürfte es sehr interessant werden, was wir gameplay-technisch mit dem Schiff machen können. Ob dann diese Panzer Militärvariante mehr oder weniger Fracht haben wird, ist nicht ganz klar. Der Frachtraum wird auf jeden Fall ein bisschen umgestaltet. Sie haben aber hier keine Details genannt zu den einzelnen Stats des Schiffes. Werden wir dann auch alles am Samstag sehen. So, Punkt Nummer 2, die Polaris oder genauer gesagt das neueste Interieur der aktuellen Greybox. Sie ist ja im Verse, so halb, sie fliegt herum, während Invictus als Flyby-Schiff bei den Raumstationen, sehr unbefriedigend für viele von uns. Das Gute ist, das Exterieur ist wirklich das, was quasi final ist, bis aufs Schadensmodell, also das haben sie durchgegrindet, das ist fertig und das Team kümmert sich jetzt um das Interieur, also den ganzen Kram, den wir jetzt hier gleich sehen. Und immerhin zeigen sie uns das auch mal und halten damit nicht hinterm Berg, war ja so ein bisschen schwierig in der letzten SC Live Q&A, was nicht so ganz gut ankam. Aber schauen wir uns mal im Detail an, hier fliegt sie nochmal so ein bisschen durchs Verse, man sieht nochmal schön die Triebwerke, das Exterieur und was sie eben momentan damit so hinbekommen haben. Das ist schon wirklich erstaunlich. Also von der Optik her finde ich 10 von 10. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze für euch einschätzt, aber das ist schon oberes Niveau. Von den großen Schiffen wirklich sehr, 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 sehr geil gemacht. Gehen wir mal hinein und das erste, was wir jetzt hier sehen, ist der Frachtraum, wo auch ein Panzer rein konnte oder ein anderes Bodenvehikel, schon sehr schön gemacht, ne? Mit der Seitentür zum Öffnen. Dann sehen wir hier die Medic-Station, die ist noch sehr viel weniger weitentwickelt, in einer anderen Aufnahme sieht es noch ein bisschen besser, da fehlt noch einiges, da müssen wir noch ein bisschen durcharbeiten, da sieht noch sehr komisch aus, aber sie ist auf jeden Fall vorhanden und wir haben hier wunderbare, sehr saubere Gänge, RSI-typisch, fast schon wieder ein bisschen zu schick nach meinem Geschmack, aber ich denke mal, die Constellation kann auch mal davon später profitieren, das sieht ja ganz anders aus. Ne? Hier Crew-Quartiere beispielsweise oder auch nochmal der Hangar des Schiffes, der in der Mitte eingebettet ist, wo links und rechts eine Medic-Station und die Zellen verortet sind, das Hangardach, was sich hier öffnen und schließen lässt. Und die Torpedo-Abschussvorrichtung, wo sie aktuell noch dran sind, das ordentlich zu animieren. Weil es soll nicht einfach nur rein irgendwie teleportiert werden, sondern es soll wirklich eine richtige Animation geben, einen richtigen Mechanismus, der diese Torpedos nachlädt, die hochzieht oder reinfährt in den Schacht, sodass sie dann eben rausgeschossen werden. Hier mal demonstriert mit einem Traktorstrahl, dass man so eine grobe Idee davon hat. Dann noch ein kurzer Blick in den Maschinenraum mit diesen großen Reaktoren, die eingebaut sind und ein Blick in Richtung Brücke. Ne, das ist der Gang ganz nach vorne und sie haben die Brücke ein bisschen umgebaut, noch ein bisschen mit der besseren Sicht quasi, mehr in Richtung von einer Perseus. Mir gefällt's, bis auf diesen furchtbaren Knick da mitten in der Scheibe. Das kennen wir leider schon von anderen Schiffen wie bei der Scorpius oder bei Constellation auch. Nun gut, das ist halt deren Design-Philosophie hier offenbar. Muss man jetzt nicht unbedingt mögen. Auf jeden Fall trotzdem eine sehr schöne, cleane Brücke. Und auch hier sieht man, glaube ich, dass sie schon recht weit an einigen Stellen jedenfalls sind. Insofern, wir wissen ja, das Schiff soll im November kommen. Das ist der Plan offiziell von CIG. Hoffen wir mal, dass es ihnen dann auch gelingt. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Wie gefällt euch die Drake Ironclad? Ist es was für euch? Wollt ihr euch kaufen oder nicht? Oder upgraden? Ist es überhaupt interessant? Und was sagt ihr zum Polaris-Interieur? Passt es so? Gerade mal an die Käufer, die es schon geholt haben. Ich muss sagen, mir gefällt beides.
sehr gut. Also Drake-Schiffe bin ich immer Fan von. Ihr wisst es, ihr kennt mich. Gerade Industrieschiffe von Drake. Wirklich fantastisch. Übrigens, apropos Preis, ich kann nur eine Prognose geben. Wir wissen es ja nicht genau. Ich schätze mal, das Schiff wird in der Warbond-Version als Konzept um die 500 Euro kosten, plus minus. Und die andere, die militärische Version, wahrscheinlich 100 Euro mehr, also um die 600 Euro. Werden es sehen. Ich bin gespannt drauf. Und die Polaris, nun ja, sie ist auf jeden Fall was ganz Besonderes und gefällt mir zumindest sehr, 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 sehr gut. Ja, wir sehen uns dann nachher im Stream. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, genießt noch hier diesen kleinen Abschluss, denn das ist sozusagen das Finale von CIG, von der dieses quartaligen ISC-Reihe quasi. Viel Spaß damit und bis nachher im Stream. Welcome. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your